Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, heute geht es shoppen. Nein, heute geht es zu Max nach Halle. Und dort schauen wir heute nach Nachttischschränkchen. Weil, ja, unser Bett ist ja jetzt da, wie ihr schon mal, glaube ich, gesehen habt in irgendeinem Video. Max, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Nachttischschränkchen. Wollen wir mal gucken, was sie da haben und was sie noch so alles im Angebot gerade haben. Und wir nehmen euch natürlich mit so einem kurzen Video, Wohnvideo oder Wohneinrichtungsmarktvideo, auch wie man es nennen möchte. Auf jeden Fall immer schön dranbleiben und Schatti ist natürlich auch da. Der stellt gerade das Navi ein. War? Ja, ist gerade nicht sehr redebedürftig. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt los und dann bis später. Jetzt beim Müllmarkt angekommen. So, und so wie ich meinen Schatzi kenne, würde jetzt erstmal wieder rauchen. Was? Ja, hinter uns ist Müllmarkt und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir gleich so finden. Oh, guck mal, wie schön das Sofa. Jo Leute, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier schön einkaufen und ich habe schon ganz schöne Sofas haben sie hier. Was gibt es? Ich hatte es ein bisschen nicht so begeistert. Ja. Wir gucken jetzt nach Schränkchen und gucken wir mal, ne? Was hat's? Ach, guck mal, hier haben wir doch schon welche. Aber ja, die sind ein bisschen sehr klein, Schatz. Das stimmt allerdings. Guck mal, Spiegel. Mhm, Girls Delicious. Ja, wisst ihr Bescheid. So Leute, also wir haben keine Schränke gefunden, weil die Schränke sind hier echt arschteuer. Also wir sind ja nicht sehr geizig, aber das ist schon ein bisschen heftig. Also was ich so 100 Euro für so einen Nachttisch ist schon ein bisschen krass. Ja, wir sind jetzt schon wieder bei den Dekoartikeln, bei Decken. Ja. Wir werden, glaube ich, nochmal zu Repro fahren, also zu bei uns in Bitterfeld und werden da mal schauen, weil da haben die auch immer ganz gute Angebote. Aber ich muss sagen, dass Müllmarkt ganz schön teuer geworden ist in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall stehen wir mal ein bisschen weiter, ne? Da ist mein Schatzi. Hier, gleich neue Gardinen holen dann. Ersatzgardinen fürs Wohnzimmer. Hier, ich habe die perfekten Gardinen gefunden. Schatzi wird mich jetzt umbringen. Da guckt mal ein Rosa. Na, Schatz, ist auch was für dich, oder? Mhm. Hier haben wir schon schöne Sachen hier, wa? Wenn man mal so guckt. Hier, sowas zum Beispiel. Na gut, das jetzt nicht. Die haben schon schöne Gardinen, kann man nicht meckern.
Denk an, Schatz, es muss immer farblich zum Wohnzimmer passen. Na, die haben wir hier. So ähnlich. Nee, das Schwarz muss nicht sein. Hier, es könnte auch sowas zum Beispiel sein. Oder hier so ein Grauton. Schatzlein, wie ist Bescheid, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg nach Hause. Oder zumindest fahren wir jetzt zu Repo. Da gibt es immer ganz günstig Möbel für einen kleinen Preis. Natürlich sind wir nicht leer aus Möbelbox rausgegangen, denn ich habe doch noch was gefunden. Und zwar hier hinten, das zeige ich euch nachher mal, dann wenn wir zu Hause sind. Es ist echt schönes Wetter. Die Sonne ist jetzt mal draußen wieder. Nach dem Winter, wo ja immer nur grau alles ist, ist es echt mal geil. Wieder schön die Sonne und blauer Himmel. Und man bekommt gleich wieder gute Laune. War, Schatz? Genau. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt dahin. Wir waren ein bisschen vom Möbelmarkt enttäuscht gewesen, dass das so extrem teuer auch geworden ist. Wenn ich überlege, wo Möbelmarkt damals aufgemacht hat in Berlin, da waren die Preise richtig human gewesen. Jetzt zahlt man für so einen kleinen Schlafzimmertisch, Nachttisch, schon über 100 Euro. Und das ist doch ein bisschen heftig für so ein bisschen Holz, sage ich jetzt mal. Da kann ich es auch gleich selber machen. Basteln, da habe ich auf jeden Fall günstiger. Deshalb fahren wir jetzt bald da woanders hin und gucken da mal, stöbern da und nehmen wir euch natürlich mit. Und ja, gucken, was noch so heute alles ansteht. Also bis später. Tschüss. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause und wir haben leider keine Nachtschränke gefunden. Es gab nichts Schönes. Ja, aber wir haben was anderes gefunden und zwar, guckt mal, Patsy hat jetzt seinen eigenen Handgepäckkoffer für Oktober, denn im Oktober fliegen wir nach Spanien mit meinen Eltern. So. Ja, unseren ganzen Koffer, den habe ich ja von Schatzi bekommen. Und jetzt hat er seinen eigenen. Und wir haben vom Müllmox das hier uns geholt. Das finde ich nämlich wunderschön. Das kommt nämlich jetzt hier hin. Einmal für Schatzi. So. Ach, wie sieht das nicht puffelig aus? Und einmal hier. So. Schön. Ja. Also wir haben uns das denn geholt, weil, wenn schon keine Nachtschränke. Ne, Schatz? Mhm. Ja. Sieht schon wieder aus wie Popeye. Und Schatz, sie braucht, hat endlich einen Wischeimer. Ja, also jetzt kannst du hier wischen, ne? Jetzt kannst du putzen. Der Pisspott voll nachts. Ach so. Schön die Eier drin hängen, ja, Ding. Idiot. Spinner. Ja. Das habe ich mir auch letztens geholt. Das fand ich ganz schön irgendwie. So ein bisschen Deko. Für meine tolle rosane Flasche, die ich übrigens ja von meiner Einweihungsfeier hier mit meinem Schatzi geholt habe. Ja. Genau. Ja, ja, wir wissen nicht, was heute noch alles so abgeht. Mal gucken. Also wir werden halt bestimmt noch zu Freunden rübergehen. Ein bisschen was Trinky-Trinky machen. Wir müssen noch mal einkaufen fahren, weil Schatzi braucht Zigaretten. Und ja, sonst haben wir eigentlich fast alles. Oh. Ja, wie ihr hört, Konstantin ist auch schon da. Den haben wir auf Diät gesetzt. Der kriegt nämlich schon Kostfutter von uns. Hier. Der ist nämlich etwas krank und der kriegt erstmal nur Schonkost von uns. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, Leute, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob wir uns nochmal sehen. Nein, Spaß. Schatzi schon wieder auf Klo Gacki machen. Das war ein kleines Video von uns, wie wir mal eigentlich shoppen wollten oder eigentlich zumindest uns Nachtschränkchen holen wollten, die dann aber wir doch nicht bekommen haben und wir was anderes geholt haben. Die Auswahl war auch nicht sehr groß gewesen bei Möbelmox, was
was Nachtschränke anging. Das heißt, sie hatten, glaube ich, 4 oder 5 Stück im Sortiment und das war es dann auch schon. Und dann auch für Preise, wo ich fast einen Herzstillstand bekommen habe. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute und wir hoffen euch, dass euch das kleine süße Video gefallen hat. Wenn ihr natürlich ein paar Kommentare, Fragen habt, irgendetwas, schreibt es unter dem Video. Wenn ihr irgendwie Videovorschläge habt, was ihr euch vielleicht mal sehen wollt von uns, ja, dann werden wir es euch natürlich gerne zeigen, solange es keine Pornos sind. Das machen wir nicht. Ja, sonst haben wir viel vor dieses Jahr, ne? Wenn man so mal so überlegt schon. Wir fahren einmal, wir sind zur Jugendweihe eingeladen in Malo. Dann haben wir im Oktober fliegen wir nach Spanien für 4 Tage. Dann haben wir meinen Geburtstag, dann machen wir eine Geburtstagsfeier, das ist im Mai. Dann fahren wir vielleicht im August, fahren wir zur Ostsee oder Nordsee, eins von beiden, das wird sich noch herausstellen. Aber wir haben schon wieder gut geplant dieses Jahr. Es wird spaßig! Ja, oh, ne? Genau. Guck mal hier, Moment, Schatz. Mein Schatz hat gestern ausgenüchtert. Wir waren nämlich feiern am Samstag und beim Geburtstag eingeladen. Und mein Schatz war sehr, sehr, sehr besoffen. Nein. Du? Und hat gestern den ganzen Tag ausgenüchtert. Bis 16 Uhr hat er gepennt. Natürlich. Nimmer ich Nuffel. Ja. Auf jeden Fall sagen wir Tschüssi und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu unserem kleinen und kurzen Video. Aber man muss ja nicht immer hier 20 Minuten Videos machen. Ja, wir hoffen, euch hat trotzdem gefallen. Ein kleiner Einblick von unserem, was wir heute gemacht haben. Und dann bis dann. Mach's gut. Genau. Nur die harten Kandidaten. Genau.